Ein Land aus Sand und Weite. Namibia. Schon immer Sehnsuchtsort für Glückssucher und Abenteurer. Mein Name ist Ralf Herrgott und ich bin vor 16 Jahren nach Namibia gekommen. Ich hatte keine Idee, ob ich hier langfristig bleiben sollte. Doch der Spitzenkoch aus Tübingen findet in Namibia seine Lebensaufgabe und entscheidet sich. Ich habe es einfach gemacht. Was für mich wichtig war immer eigentlich im Leben, ist, dass man was macht, was am ersten Mal Spaß macht und aber vielleicht auch was macht, was anderen gut tut. Und da wurde diese Idee geboren, so eine Kochschule aufzubauen. Seine Karriere als Küchenchef hat Ralf Herrgott an den Nagel gehängt, um jungen Namibiern eine Perspektive zu geben, einen Weg aus der Armut. Darauf hoffen auch Ronaldo und Martha. Wir begleiten Sie und Ralf Herrgott beim wichtigsten Kochwettbewerb des Jahres. Wer hier gewinnt, steigt auf in die namibische Kochnationalmannschaft und hat später blendende Berufsaussichten. Spannende Tage für Ronaldo und Martha. Aber noch spannender wird's für Ralf Herrgott, denn er heiratet im Norden Namibias auf traditionelle Ovambo-Art. Okay, are we ready? Sind wir bereit? Okay, heute machen wir eine sehr interessante Vorspeise. Ein Parfait aus Hühnerleber. Morgenappell in der Trainingsküche der Fachhochschule Windhoek. Hier wird nicht zum Spaß gekocht. In 3 Stunden muss ein komplettes 3-Gänge-Menü fertig sein für die Mittagsgäste des Uni-Restaurants. Okay, let's start. Gekocht wird auf hohem Niveau. Vorwiegend europäisch. Zutaten und Zubereitung unterscheiden sich erheblich von der einheimischen Küche. Die Schüler erleben jeden Tag neue Überraschungen und ihr Lehrer ist gefordert. Das ist natürlich schon manchmal ein bisschen eine Herausforderung. Weil mit Studenten zu kochen und dann immer fertig zu sein in Time und auch möglichst keinen Fehler zu machen, muss man schon gucken, dass man immer präsent ist. Heute steht Cordon Bleu auf der Speisekarte. Als Vorspeise das Leberparfait und zum Dessert eine Mousse mit Beeren. Noch 1 Stunde bleibt Zeit. Raffiniert soll die Küche sein und auch optisch ein Genuss. Und jeden Tag etwas Neues bieten. You could actually put this quickly on the water bath also to pasteurize the egg, but this one was now raw. Yeah? Unterrichtssprache ist Englisch. Dessert right away and we're not gonna keep it for long. Allerdings mit deutlich schwäbischem Einschlag. Schülerin Martha findet das lustig. Man versteht manchmal gar nicht, was er sagt, weil er einen Akzent hat. Wir nehmen ihn da nicht ernst. Aber wir haben oft Spaß mit ihm. Er sagt, wir sollen die Dinge nicht zu wichtig nehmen. Es ist doch nur Kochen. Und das ist nicht wirklich kompliziert. Es geht auf Mittag zu. Die ersten Gäste warten schon. Mancher hier ahnt nicht, dass sein Mittagsmenü von Schülern gekocht wird, aus den armen Vierteln der Stadt. Viele unserer Studenten kommen natürlich aus einem Umfeld, das sich wahrscheinlich ein Deutscher gar nicht so vorstellen kann, wenn man noch nie hier gewesen ist und sich das mal angeschaut hat. Wenn man das unter die Lupe nimmt, kommen die Leute doch aus sehr ärmlichen Verhältnissen. So viele junge Leute, die eigentlich keine große Perspektive haben. Und eigentlich dieser Beruf Koch hat es doch hier noch mehr Möglichkeiten als in vielen anderen Berufen. Der Campus liegt am Rand von Windhoek.
Unter den Flachdächern die Trainingsküche, eine Hotelfachschule und das Restaurant mit dem wohl preiswertesten Drei-Gänge-Menü der Stadt. Chips, please. Die Pommes. Kann ich die Pommes haben? Leute, Tisch 7. Bitte. Please. 6 Euro kostet das Menü. Da greifen auch die deutschen Gäste gerne zu. Das ist einfach schön hier. Das ist irgendwie nett, das ist günstig. Treffe ich auch Arbeitskollegen. Es ist ein Stück weit auch so ein europäisches Essen. Man muss immer früher kommen, weil es hat sich inzwischen immer mehr und mehr rumgesprochen. Und es ist ein beliebter Ort, wo die Leute ja, eben gut zu Mittag essen können für wenig Geld. Wenn der Chef Zeit hat, begrüßt er seine Gäste gern persönlich. Dieser Gast spielt in Windhoek eine besondere Rolle. Holger Menzel ist Präsident des Deutschen Karnevalsvereins. Und in ein paar Tagen findet der große Windhoeker Straßenumzug statt. Den werden wir uns nicht entgehen lassen. Doch zunächst schauen wir uns in Windhoek um. Die Hauptstadt Namibias. Wirtschaftliches und kulturelles Zentrum. 320.000 Einwohner. Überall Spuren der wechselvollen Geschichte. Das Reiterdenkmal erinnert an den Krieg der kaiserlich-deutschen Kolonialarmee gegen die Herero und Nama. Früher Nationaldenkmal, heute nicht mehr, denn hier wird nur der deutschen Opfer gedacht. Es überrascht, aber die Innenstadt von Windhoek wirkt manchmal wie ausgestorben. Das moderne, etwas klinische Zentrum der Stadt ist aber nur eine Facette von Windhoek. Ein paar Kilometer nordwestlich beginnt eine ganz andere Welt. Wir sind in Katutura, Windhoeks größtem Township. Plötzlich ist man mitten in Schwarzafrika. Katutura schläft nie, erfahren wir. Hier pulsiert das Leben rund um die Uhr. Wir sind mit Kochschüler Ronaldo verabredet. Er möchte uns sein Stadtviertel zeigen. Uns umhüllen leckere Grilldüfte und wir haben Hunger mitgebracht. Ronaldo weiß, wo es am besten schmeckt. Ich komme manchmal zum Mittagessen her. Dann gibt es gegrilltes Fleisch. Dazu kauft man Fettkuchen. Das sind kleine frittierte Mehlbällchen. Und das alles isst man mit diesen Gewürzen hier. Ist richtig lecker. Ronaldo ist für die Dauer seiner Kochausbildung hierher zu seiner Cousine gezogen. In den Blechhütten von Katutura leben fast 70.000 Menschen. Ich bin hierher gezogen, weil mein Vater arbeitslos ist und meine Mutter als Putzfrau nicht viel verdient. Dabei muss sie viele Menschen unterstützen, weil nicht nur ich, sondern auch mein Cousin gerade studiert. Und deshalb hat sie mich hierher geschickt, wo wir keine Miete zahlen müssen. Das macht es leichter für uns. Ronaldo ist 19. Er kommt aus einer Stadt im Norden. Nach seiner Schulzeit hat er zunächst gejobbt. Doch als er von der Kochausbildung bei Ralf Hergott hörte, bewarb er sich und wurde angenommen. Einkaufen kann man im Township überall. Und wenn es nur eine einzige Zwiebel ist. Es gibt eine Infrastruktur in Katutura, doch an vielem hapert es. Strom und Wasser haben nur die wenigsten. Hier ist der Fluss, von da kommt unser Wasser. Und das ist das öffentliche Bad, wo ich jeden Tag dusche. Unsere Sicherheitstür, damit niemand reinkommt. Meine Cousine ist tagsüber nicht hier. Ich schlafe in diesem Zimmer. Aber wenn sie heimkommt, gehe ich raus. Wir teilen uns das Zimmer. Manchmal schlafe ich auch auf dem Boden und sie mit ihrem Kind im Bett. Als ich hierher kam, habe ich schnell gelernt, dass das Leben schwierig ist. Es ist nicht so, wie man denkt, dass jeder ein gutes Leben führt. Es ist ganz anders. Du musst hier einen Weg finden, zu überleben. Das Wenige, was du hast, musst du effizient nutzen. Katutura ist berühmt für seine Märkte.
Inzwischen kommen auch weiße Touristengruppen gerne her. Empfindlich darf man nicht sein. Es ist der Blick in eine andere Lebens- und Essenskultur. Ronaldo und seine Mitstudentin Martha wollen uns zeigen, wie man auf Ovambo-Art kocht. Die Ovambos sind Namibias größte Volksgruppe. Ihre Küche hat Zutaten, die man in Europa nicht mal dem Namen nach kennt. Wir sind auf der Suche nach einer besonders exotischen Zutat. Eine Delikatesse, wie uns beide versichern. Die Ovambos schätzen sie wegen des hohen Proteingehalts und wegen des ganz eigenen Geschmacks. Mopane-Würmer, getrocknet. Frisch findet man sie selten, also nehme ich sie getrocknet. Aber die frischen sind richtig lecker. Ja. Die sind gut, so richtig saftig. Wie sie wohl später auf dem Teller aussehen? Nur 15 Kilometer nördlich von Katutura, wieder eine andere Welt. Hier in einer gut bewachten Eigenheimsiedlung lebt Ralf Hergott mit seiner Familie. Kriminalität ist ein großes Thema in Namibia. Der Schwabe ist zwar bisher davon verschont geblieben, doch nach der Geburt des Sohnes hat sich die Familie vorsichtshalber doch entschieden, in den bewachten Wohnkomplex zu ziehen. Wenn der Koch nach Hause kommt, wartet die Küche. Okay, ja, heute haben wir ein bisschen Oryx. Das ist eine Antilope mit ganz, ganz langen Hörnern. Und das Fleisch ist auch wirklich, also fast kein Fett. Wir sind zum afrikanischen Barbecue eingeladen. In Namibia heißt das Braai. Zur gleichen Zeit in Katutura. Auch hier wird heute Abend gekocht. Martha und Ronaldo im Haus von Marthas Eltern. Ein typisches Ovambo-Essen soll es geben. Auf dem Markt haben die beiden alles bekommen, was dazugehört. Die Hauptzutaten, Innereien und eben jene Mopane-Würmer, die so unglaublich lecker sein sollen. Ich kann es nicht beschreiben. Die sind einzigartig. Manchmal isst man sie auch einfach trocken. Aber man muss sie schon kräftig würzen, sagt Martha. Mopane-Würmer sind eigentlich keine Würmer, verrät sie uns, sondern Schmetterlingsraupen. Man wässert sie und brät sie dann zusammen mit frischem Gemüse an. Das Gemüse kommt auch bei Ralf Hergott in den Ofen und wird langsam geschmort. Schon als Schüler hat der Tübinger seine Begeisterung fürs Kochen entdeckt. Es war eine Ganztagesschule, da wo ich auf die Schule gegangen bin. Und dann anstatt da in den Hort zu gehen, bin ich auch oft bei der Schulköchin in die Küche und habe da ein bisschen geholfen. Das war so der ganze Anfang. Offenbar sind wir dann auch nach Hause gegangen und haben dann angefangen dort zu kochen. So habe ich da auf jeden Fall in der Schulküche, das waren auch so meine Wurzeln. Und dann entdeckt auch die Familie sein Talent. Eine Großmutter, die lebt nicht mehr, die kam einmal, mittwochs war das immer. Die hat mir zum Beispiel dann immer 10 Mark in die Hand gedrückt, damals noch Mark. Und gesagt, jetzt gehst du los, kaufst was ein, kommst zurück und dann kochst du was. Immer nur 10 Mark. Die war auch sehr sparsam. Schwäbische Tugenden, die ihm heute noch helfen, sagt Ralf Hergott. In Katutura entsteht derweil Mealy-Pap. Ein Getreidebrei aus Mais oder Hirse. Martha und Ronaldo haben schon als Kinder für ihre Familien gekocht. Doch nun träumen sie von mehr. Wenn ich meinen Abschluss habe, will ich ein großes Haus haben mit einer riesengroßen Küche und allen Küchengeräten. Und dann koche ich die tollsten Speisen aller Zeiten. Das ist alles, was ich mir erträume. That's all I dream for right now. If I was to go to Switzerland, wenn ich in die Schweiz gehen würde, könnte ich mir mehr Wissen und Techniken aneignen. Und wenn ich dort arbeiten könnte, würde ich auch viel mehr verdienen. Ich erwarte kein Riesengehalt in meinem allerersten Job, aber eine gewisse Bezahlung erwarte ich schon. Das Mindestgehalt dort liegt bei umgerechnet 30.000 Namibia-Dollar, also etwa 2.000 Euro. Wenn man das pro Monat verdient, kann man auch das Studiendarlehen zurückzahlen. Man kann in Amerika arbeiten oder in London. Und dann ist es noch leichter, den Kredit abzuzahlen.
paying back the money would be more simple. Auch den Erwartungen der Eltern wollen die beiden natürlich gerecht werden. Machen wir das Fleisch jetzt noch schnell. Dann sind wir schon soweit. Bei Ralf Hergott duftet es inzwischen köstlich nach Grillfleisch und geschmortem Gemüse. Ein ganz einfaches Essen, sagt er. Aber wenn ein Spitzenkoch mal eben schnell was zaubert, sieht es eben doch raffiniert und irgendwie edel aus. Beim Ovambo-Essen wird zuerst der Vater bedient, danach die anderen. Und dann gibt's zu unserer Überraschung ein Tischgebet. Amen. Bevor es besteckfrei ans Werk geht. Die Liebe geht durch den Magen, sagt man bei uns. Und Ronaldo findet, dass das zu 100% auch auf ihn passt. Wenn du Koch bist, kannst du auf eine ganz besondere Weise romantisch sein. Deine Frau kommt nach Hause und da steht schon ein leckeres Essen, schön dekoriert. Dann wird sie auf eine ganz spezielle Art sehr glücklich sein. Deswegen ist für mich Kochen das Tollste auf der Welt. Träumen von einer besseren Zukunft. Es sind nur noch wenige Tage bis zum wichtigsten Wettkochen des Jahres. Wie werden sich Martha und Ronaldo schlagen? Wir verlassen Windhoek und machen uns auf den Weg in die endlosen Wüsten Namibias. Hier begann vor 16 Jahren Ralf Hergotts Abenteuer. Und hier treffen wir zum ersten Mal Ralfs künftige Frau Pelli. Kennengelernt haben sie sich im Job. Sie arbeitet an derselben Fachhochschule als Computerexpertin. Es funkte und bald kam auch schon Söhnchen Zane. Wir fahren von Windhoek rund 400 Kilometer Richtung Südwesten in das Wüstencamp Wolvedans. Hier hat die deutschstämmige Familie Brückner eines der größten privaten Naturschutzgebiete Afrikas geschaffen. Auf den ersten Blick ahnt man es nicht, aber dies ist eine der luxuriösesten Unterkünfte Namibias. Sogar Brad Pitt und Angelina Jolie haben hier schon genächtigt. Als man 2001 einen neuen Chefkoch suchte, stieß man in der Zeitung auf ein Stellengesuch von Ralf Hergott. Damals noch Koch in einem Kölner Luxushotel. Dort hatte er beste Karriereaussichten, doch die Ferne lockte. Der Wüstenjob kam gerade recht. Man arbeitete so 2-3 Monate am Stück, ja, eigentlich nonstop. Am Anfang war da gar nichts los. Es war schon sehr eine Umstellung. Da waren dann nur mal 2, mal 4 Gäste. War sehr still, wurde aber dann in der Hochsaison doch sehr busy. Und so bin ich da reingewachsen, habe erstmal viel die Köche dort angelernt und einfach ein Standardmenü aufgestellt, dass man jeden Tag was anderes kocht. Mit schwäbischer Gründlichkeit sorgte er dafür, dass das Camp kulinarisch einen großen Sprung nach vorn machte. Viele ehemalige Kollegen arbeiten noch immer im Camp und erinnern sich gern an ihren Chef aus Süddeutschland. Er war ein guter Boss. Als er hier begann, Afrikaans zu sprechen, war das sehr interessant. Im Sprechfunk hat man ihn überhaupt nicht verstanden. Wir haben zusammen gearbeitet und es war eine absolut gute Zeit. Ich habe viel von ihm gelernt. Er war immer geduldig, machte Witze, aber er war auch sehr genau in allem. Er hat ein großes Herz und er ist ein Mensch, den ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen werde. Der Höhepunkt eines Wüstentages. Der traditionelle Sundowner. Sonnenuntergang mit geistigen Getränken.
Ralf Hergott hat sich für seine zukünftige Frau noch eine ganz besondere Überraschung ausgedacht. Sechs Uhr am nächsten Morgen. Tracy Robb und ihr Team bereiten den Ballon vor. Mit Heißluft werden Ralf und Pelli gleich aufsteigen und lautlos über die Wüste gleiten. Vor dem Start ist es erstmal alles andere als still. Du kannst sie behalten. Steht da, wie lange es dauert? Nein. Der Ballon ist aufgerichtet. Jetzt muss es schnell gehen. Wie viele sind in Ihrer Gruppe? 10? Okay, dann brauchen wir 4 und 2. Für Pelli ist es das erste Mal. Ihr ist es etwas mulmig zumute. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. Von oben bietet sich ein spektakulärer Blick über die Namib-Wüste. Fast 100 Kilometer weit reicht die Sicht. Amazing. Toll. This is, ich bin sprachlos. Das ist wunderschön. It's beautiful. Die exklusive Aussicht hat auch einen exklusiven Preis. Rund 400 Euro zahlt man für die rund einstündige Ballonfahrt. Inklusive Luxusfrühstück in der Wüste. Und einer Pilotin mit Entertainment-Qualitäten. Was wollt ihr wissen? Ich heiße Tracy, Tracy Robb. Ich bin alt, habe graue Haare, bin seit 39 Jahren Ballonpilotin. Und jetzt lebe ich hier in Namibia und fliege an diesem wundervollen Ort. Vorhin waren wir auf etwa 4000 Fuß, rund 1500 Meter. Und auf diese Höhe steigen wir jetzt auch wieder, damit uns der Wind zu unserem Frühstücksplatz schiebt. Champagner. Very good. Yes. Und tatsächlich schiebt uns der Wind zum vorgesehenen Landeplatz. Pelli, was wird das für eine Landung? Eine sanfte. Die Natur steht unter strengem Schutz und darf nicht geschädigt werden. Der Ballon soll so nah wie möglich bei den Autos landen. Jeder Fußabdruck, sagt uns Tracy, bleibt in der Wüste Jahrzehnte erhalten. Unsere Pilotin hat den Ehrgeiz, den Boden überhaupt nicht zu berühren. Durch geschicktes Feuern und Luftablassen steuert sie den Ballon bis auf wenige Meter an die Autos heran. Geschafft! Punktlandung auf dem Anhänger. Und dann wird's ein bisschen dekadent. 1, 2, 3. Champagner an einem der trockensten Orte der Welt. Ja, so kann man es aushalten. Zurück in Windhoek. Es sind noch 2 Tage bis zum Wettbewerb um den besten Jungkoch des Jahres. Ralf Hergott hat ein Probekochen anberaumt. Zum ersten Mal probieren die Kandidaten ihre Rezepte aus. So musst du das machen. Auch der Zeitdruck wird schon mal simuliert. Ihr müsst fertig werden. Ihr seid sowieso schon über die Zeit. Wie beim Wettbewerb gibt es gleich auch ein Juryurteil. Alida Siebert, die Chefin der Hotelfachschule, ist dafür zuständig.
Ich warte auf Ihr Urteil. Die Soße ist erwachsen geworden. Das ist eine erwachsene Soße. Sie ist sehr gehaltvoll und ich mag es, dass du das Gemüse drin hast. War eine gute Idee. Erwachsene Soße, sehr lecker. Die anderen sind fertig, nur Ronaldo wirbelt noch. Ach, das ist doch nur Training. Aber jetzt weiß ich, was ich beim Wettbewerb tun muss. Hast du Fisch da drin? Probier mal. Ich vermisse den Fisch. My fish is missing. Fishy must taste like fishy. Fisch muss nach Fisch schmecken. I taste the sauce, which is yummy. Ich schmecke die Soße, die ist lecker, aber der Fisch? Der ist zwar drin, aber es schmeckt nicht nach Fisch. What else did you add? This fish, but there's no fish flavor. Breadcrumbs. Ja, ich habe da Semmelbrösel drin. Komm, probier. Alida Siebert lässt Ronaldo nicht vom Haken. Er wird sein Rezept noch einmal überarbeiten müssen. Doch auch wenn es hier offenbar daneben gegangen ist, Ronaldo ist einer der talentiertesten im Kurs. Zum Beispiel Ronaldo, das tut einem dann schon gut, nachdem wir da mal 4 Stunden, 5 Stunden Practice gemacht haben und die ein bisschen vorbereitet haben auf den Wettbewerb, sagt der Chef, I really appreciate your time. Ich bin wirklich happy, dass sich jemand 5 oder 6 Stunden Zeit nimmt und die Leute da ein bisschen drauf vorbereitet. Und das ist nicht was Selbstverständliches. Und ich denke, es ist auch nicht selbstverständlich, dass ein junger Mensch einem das so direkt nach so etwas sagt, ohne da irgendwas zu sagen. Ich meine, das ist, finde ich schon sehr bemerkenswert. Und das ist dann ein Ansporn, das auch weiterhin zu machen. Da war doch noch was. Richtig, in Windhoek ist Narrenzeit. Karneval bei 30 Grad im Schatten. Die Deutschen in Windhoek feiern ihn schon seit mehr als 60 Jahren. Etwa 20.000 Deutschstämmige leben heute noch in Namibia. Und deutschen Karneval gibt es inzwischen überall im Land. Holger Menzel kennen wir aus dem Uni-Restaurant, den Präsidenten der Windhoeker Karnevalsgesellschaft. Der Rathaussturm mit Schlüsselübergabe gehört hier genauso zum Karneval wie in Mainz, Köln oder Düsseldorf. Einen Unterschied gibt es aber doch. Freche politische Anspielungen sind im namibischen Karneval tabu. Ja, ich meine, Karneval ist ja eher humoristisch, närrisch, wo wir unsere närrische Politik betreiben. Und die andere Politik halt vor 100 Jahren und was alles da passiert ist, das ist natürlich auf der einen Seite tragisch, aber auf der anderen Seite ist es Geschichte, man kann es nicht mehr ändern. Und wir leben jetzt in die Zukunft und machen unser Ding. Und das, ich denke, das macht die Regierung und die Stadt machen das durchaus alles gut. Stadträtin Thekla Uwanga vertritt heute den Bürgermeister. Sie hat soeben den Karneval offiziell eröffnet und eine durchaus politische Rede gehalten. Ihr Anliegen? Mehr Miteinander im Vielvölkerstaat Namibia. Der deutsche Karneval dürfe sich ruhig ein bisschen mehr auch den anderen Volksgruppen öffnen. Der Karneval zeigt, dass Namibia seine vielen verschiedenen Volksgruppen würdigt und anerkennt. Aber ich erwarte, dass im nächsten Jahr auch unsere Schulen mit dabei sein können, damit sich mehr Menschen in das Fest einbezogen fühlen. Nicht vergessen, wir sind mitten in Schwarzafrika. 10 Tage dauert der Windhoeker Karneval mit allem, was dazugehört. Kinderkarneval,
Prinzenball, Büttenreden, Funkemariche. Das Ganze eben nur bei 30 Grad und strahlendem Sonnenschein. Der Straßenumzug im Zentrum von Windhoek ist der Höhepunkt der Narrensaison. Umzug ist ja wichtig, weil da tragen wir den Karneval auf die Straße. Auf die Straße. Straßenkarneval, wo wir alle anderen, die halt nicht ins Saal können oder teure Eintrittskarten kaufen, die kommen und feiern dann heute mit ins Karneval. Einfach kräftige Vika! 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 Es ist soweit. Heute wird um den Titel Juniorchef des Jahres gekämpft. Ronaldo und Martha wollen zeigen, was sie drauf haben. Die Juroren sind aus Südafrika angereist und erklären gerade die strikten Wettkampfregeln. Die Anspannung ist mit den Händen zu greifen. Gemischte Gefühle. Das ist alles, was ich sagen kann. So unwirklich, dass ich hier bin. Ich stelle mir einfach vor, dass ich in unserer Küche bin. Es wird nervenaufreibend, besonders für die, die zum ersten Mal dabei sind. Wenn ihr einen Fehler macht, einfach weitermachen. Und wenn ihr glaubt, etwas nicht servieren zu können, tut es trotzdem, denn sonst gibt es keine Punkte. Euer Nachtisch sieht vielleicht nicht gut aus, aber er schmeckt gut. Das sind Punkte. Alles, was ihr auf den Teller bringen könnt, muss serviert werden, okay? Sind wir bereit? Sind wir bereit? Los geht's. Sie haben 3 Stunden Zeit für ihr 3-Gänge-Menü, keine Sekunde länger. Das macht schon zu Beginn nervös. Die Jury achtet streng auf jedes Detail. Wer etwa die Hygieneregeln nicht penibel einhält, wird sofort disqualifiziert. Die Lehrer auf der Galerie sind nur Zuschauer. Sie dürfen nicht eingreifen. Alle Teilnehmer haben die gleichen Zutaten. Doch was sie daraus machen, bleibt ihnen selbst überlassen. Ja, ich will das zum Schinkenspeck dazugeben. Aber wofür die ganzen Kartoffeln? Für das Püree. Okay. Permanente Kontrolle. Kaum eine unbeobachtete Sekunde. Jetzt heißt es bloß nicht, die Nerven zu verlieren. Mir geht's gut. Und das kennen wir doch. Melipap. Ronaldo lässt Ovambo-Küche einfließen. Das Hähnchen in Knoblauch und Petersilie dazu. Okay. Dafür die Pfanne. Ja. Und da machst du Papp. Ja, das ist Papp. Fantastisch. Oh, mein Timing ist nicht gut. Ihr Hühnchen ist hoffentlich drin. Ist oder ist nicht? Ich habe vielleicht Angst für Ronaldo, seinen Vorspeise. Martha hat noch ihr Curry überhaupt noch nicht angefangen. Überhaupt noch nicht. Stunde. Hauptsache fertig werden. Noch 55 Minuten, okay? Okay, Chef. Geschmack. Das ist bloß Papp. Denk nach, wie du da Geschmack reinbringst. Nimm die Pfanne und etwas Butter. Ja, genau, das will ich. Gute Idee. Hau rein. Unbarmherzig tickt die Uhr. Für Ronaldo wird es jetzt eng. In 8 Minuten muss seine Vorspeise fertig sein. Martha, mach fertig. Noch 30 Sekunden. Ich bin geschockt, ich bin fertig. Und dann schlägt die Stunde der Wahrheit.
Hinter verschlossenen Türen tagt die Jury. Wir dürfen nur ausnahmsweise ein paar Minuten mit hinein. Der Ton sei hier ziemlich rau, warnt man uns. Jetzt wird Marthas Vorspeise seziert. Das ist doch ein Gemüsefond. Da ist kein Schinkenspeck drin. Schinkenspeck? Verdammt, ein kümmerliches Stück Schinkenspeck. Da ist es. Willkommen zur feierlichen Preisverleihung. Die Gesichter zeigen schon, es ist nicht ganz rund gelaufen. Viel Licht, aber auch viel Schatten hat die Jury unseren beiden Kandidaten bescheinigt. Ein Lob gab es für Ronaldos Ovambo-Anklänge beim Hauptgang. Seine Vorspeise ist allerdings krachend durchgefallen. Doch alles kein Beinbruch, sagt Ralf Hergott. Nur eine wichtige Erfahrung. Köche müssen auch Niederlagen aushalten. Für Martha nicht ganz einfach. Ich wollte gar nicht kommen, aber ich musste. War schon okay. Eine wichtige Erfahrung. Es war hart, aber Kritik muss man akzeptieren. Du musst lernen, die Kritik der anderen anzunehmen. Für sie ist es deutlich besser gelaufen. Popjeni aus dem Kurs hat einen Platz auf dem Siegertreppchen. Sehr zur Freude des Chefs. Ich bin ja erst seit 2 Monaten in der Küche. Ich bin happy, denn mein Menü ist fertig geworden. Und ich freue mich für mich und für meine Kollegen. Popjeni kann ihr Glück noch gar nicht fassen. Mit ihrer Bronzeplatzierung hat sie es tatsächlich in die Nationalmannschaft der Jungköche geschafft. Mit der wird sie schon bald zu den Afrikameisterschaften nach Mauritius reisen. Und Martha und Ronaldo treten nächstes Jahr wieder an. Das ist die Familie von Ralf Hergott, vollständig angereist aus Baden-Württemberg. Und das ist das untrügliche Zeichen dafür, dass Ralf Hergotts Tage als Junggeselle nun gezählt sind. Pelli, seine Braut, ist schon vorausgefahren ins Dorf ihrer Eltern. Nach Ovambo-Sitte soll die Hochzeit dort stattfinden. Speziell für die Ovambo ist die Hochzeit einfach ein ganz spezieller Tag, wo eigentlich alles ja, perfekt sein soll und aber auch besonders sein soll. Und das sind dann vielleicht 200 oder 300 Leute. Wir wissen gar nicht, wie viele Leute da kommen werden. So von dem her ist es natürlich schon auch ein bisschen spannend. Es geht rund 600 Kilometer nach Norden. Pelis Heimatort liegt bei Omuthia, nahe der angolanischen Grenze. Auf dem Weg liegt Namibias berühmtester Nationalpark. Im Etosha leben fast alle Großtierarten des südlichen Afrika, außer Krokodile und Flusspferde. Das bedeutendste Naturschutzgebiet Namibias ist etwa 10-mal so groß wie das Saarland. Mittendrin die Etosha-Pfanne, der salzige Lehmgrund eines früheren Sees. Die weiße Flagge kündigt die bevorstehende Hochzeit an. Wir sind da, im Ovamboland. Jetzt sollen sich erstmal die Familien kennenlernen. Südwestdeutschland trifft auf Südwestafrika. Hergott! Hergott! Das beherzte Hergott kommt vom künftigen Schwiegervater, der ein bisschen Deutsch spricht. Und dann sehen wir auch Pelli wieder. Ihr habt den weiten Weg nach Namibia gemacht und seid herzlich willkommen. Ich bin die Mutter Susanne. Ach, die Mutter. Ach, das ist schön. Das ist schön. Du kennst mich schon. Vielen Dank, dass wir kommen dürfen. Okay. Hier auf der kleinen Farm von Pellys Eltern wird die Hochzeit stattfinden. Für Ralfs Mutter und seinen Bruder Lars ist das noch immer schwer zu glauben.
das Schöne ist zu sehen, dass der Ralf jetzt einfach schon komplett hier angekommen ist und dass er einfach hier sich zu Hause fühlt und wohlfühlt unter den Leuten. Und das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl. Und ich glaube, wir müssen noch ein paar Mal hierher kommen, um das dann wirklich zu realisieren, so dass das auch jetzt ein Teil unserer Familie ist. Neue Verwandtschaft. 8000 Kilometer von zu Hause entfernt. Der große Tag ist gekommen und die Braut in voller Schönheit endlich auch. In Afrika gehört Warten immer dazu und regt hier niemanden auf. Es sind 35 Grad, da ist jeder kleine Schatten hoch willkommen. Auch bei den Ovambos findet die Trauung in der Kirche statt. 80% der Ovambo sind evangelisch. Der Pfarrer spricht Oshivambo und Englisch, damit alle der Zeremonie folgen können. Was da genau gesagt wird, das kann man sich ja später beim Videoabend noch mal zu Gemüte führen. Und dann kommen die wichtigsten Worte des Tages, in der Sprache der Braut. Vielleicht klang es ja wieder ein bisschen schwäbisch. Ich gebe dir diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue. Danke, gell? Mit dem Alter, ich schwöre. Ja, natürlich. Pass auf, gell? So you are happy. Ihr seht aus wie ein glückliches Paar. Ja, ich glaube, alles ist gut. You've nearly done it. Nearly done it. Ja, wir haben es fast geschafft und jetzt können wir genießen. Das ist ein total besonderer Moment und ja, der ist auch bewegend für mich. Die Bandbreite der Gefühle ist an diesem Tag natürlich groß. Zwischen Rührung, Glück und wilder Ausgelassenheit. Über 300 Menschen sind gekommen. Einer Einladung dazu bedurfte es nicht. Wenn die Ovambos Hochzeit feiern, dann immer alle zusammen. Bei aller Freude und Ausgelassenheit, nicht für alle, Herrgott, ist dies heute ein einfacher Tag. Ich meine, es war beides natürlich ein schöner Moment, aber auch natürlich nochmal wieder das Klarwerden, dass es einfach, also einfach sehr endgültig ist. Aber ich freue mich auch ganz arg für ihn. Hier in Namibia hat Ralf Herrgott sein Glück gefunden. Und seine Lebensaufgabe, jungen Menschen dabei zu helfen, eine Perspektive zu finden. Afrika ist seine Heimat geworden. Für immer? Ich bin immer so ein bisschen offen geblieben für was auch immer Neues im Leben passieren kann. Wenn mir heute jemand sagen würde, ich könnte vielleicht sowas auch nochmal in Deutschland tun, wäre ich wahrscheinlich auch dafür offen.